Hallo und willkommen im Video 39 in der Vorlesung Mathematische Modellierung 1. So, im letzten Video haben wir ja so eine saturierende Ernterate uns angeschaut und jetzt möchte ich noch eine vierte Erntefunktion diskutieren und da macht es vielleicht Sinn, überhaupt mal zu überlegen, wie solche functional solche Reaktionen sein können. Im Englischen nennt man sowas eine Functional Response. Was gibt es da für verschiedene Typen? Functional Response ist irgendwie ein bisschen schwierig zu übersetzen ins Deutsche. Man könnte jetzt funktionale Antwort oder funktionale Reaktion sagen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Leute das benennen. Deswegen rede ich einfach von Functional Response. Und was meint man damit? Das wollen wir uns mal anschauen. Nehmen wir an, ich habe jetzt so einen Lego-Block in meinem Modell. Ich habe irgendwie das Verhalten, also die Antwort eines Systems oder das Verhalten eines Systems in Abhängigkeit eines Parameters. Hier ist jetzt mein Parameter x und das ist irgendeine Funktion f von x. Wir könnten auch einfach Funktionen nennen. Aber was wir damit meinen ist, wie reagiert irgendwas in dem System in Abhängigkeit von einem Parameter? Und das Einfachste, was jetzt sein könnte, ist dieses, dass wir einfach hier so einen linearen Zusammenhang haben. Und wenn wir diesen Zusammenhang haben, das ist das Allereinfachste, das nennt man einen Typ 1 Response. Und was könnte jetzt noch passieren? Und das haben wir schon gesehen, dann kann es halt sein, dass wir hier so eine Saturierung haben. Dass also jetzt die Reaktion des Systems ein bisschen anders ist, dass man nicht einfach hier anwächst, sondern irgendwann saturiert. Das wäre ein Typ 2 Response. Und so ein Typ 2 Response, das ist ja genau das, was wir jetzt als Erntefunktion in dem vorherigen Modell hatten, ne? Eine saturierende Funktion. Manchmal ist es auch so, dass machen wir hier die Response in blau. Manche Leute, also man könnte ja jetzt diese Saturierung hier anstatt kontinuierlich, man könnte das ja jetzt hier so stückweise machen, dass man sagt, man hat erst so ein lineares Verhalten und dann ab dem kritischen Wert knickt man um in etwas so eine saturierende Funktion. Also man hat so eine Funktion, die hier für kleine x-Werte linear ist und für große x-Werte konstant. Und manche Leute nennen auch das ein Typ-Response. Damit bin ich nicht so ganz glücklich. Also das ist auch jetzt, aber ich glaube, ursprünglich war es so definiert, man hatte so eine Funktion, wenn wir so einen Knick hatten, Typ 1 genannt. Und wenn man sowas Kontinuierliches hatte, Typ 2. Ich glaube aber heutzutage ist es eher so, aufpassen, das soll hier gerade sein, dass man eher Typ 1 etwas nennt, was wirklich hier linear ist. Und diesen Knick würde ich auch so als Typ 2, also immer wenn man saturiert, hat man Typ 2. Ne? Aber wie gesagt, manche Leute, manchmal in der Literatur finden sie das, diesen Knick auch als Typ 1. Ne? Okay, jetzt haben wir also das lineare Verhalten Typ 1, wir haben eine Saturierung Typ 2. Was könnte denn jetzt noch so eine typische Reaktion eines Systems sein? Und so ein typisches Verhalten wäre dies, dass man so eine gewisse Schwelle hat, dass erst das System noch nicht reagiert bis zu einem gewissen Wert und dann anfängt zu reagieren und dann saturiert. Das ist ein Typ 3 Response, so eine sigmoidale Funktion. Also das hier wäre eine saturierende Funktion, Typ 1 wäre linear, das wäre saturierend und das ist sigmoidal. Und manchmal, und das sind diese wichtigsten Typen, die man so hat, die als Lego-Blöcke in so einem Modell, wie so ein System reagiert. Manchmal redet man noch von einem Typ 4, der auftauchen kann. Und da redet man über ein
Verhalten, dass das System erst anfängt zu reagieren, aber für große x die Reaktion wieder reduziert wird. Das wäre so ein unimodales Verhalten. Manchmal nennt man das hier ein Typ 4. Und dann natürlich, okay, das passt jetzt hier mal wieder nicht rein in meinen Graphen, aber man könnte natürlich, obwohl das normalerweise nicht so gemacht wird, man könnte natürlich sagen, es gibt auch noch einen Typ 0, wenn wir so eine Konstante haben. Why not? Ich meine, zumindest diesen Fall haben wir ja auch oft diskutiert, dass man hier überhaupt keine Änderung hat. Ne? Aber so diese Typen 1, 2, 3, die werden halt oft eingeführt, benutzt. Ne? Typ 4 schon gar nicht mehr so oft. Wenn man hier nur dieses Lineare hat, dann redet man gar nicht von irgendeiner Response, weil dann hat man einfach hier die Identität. Und von diese Typizierung redet man eigentlich hier von Typ 2 und Typ 3. Und deswegen wollen wir uns die auch nochmal jetzt genauer anschauen, weil es ist ja dann schon interessant, wenn man so eine Functional Response hat, wie man die jetzt wirklich in ein Modell einbaut. Schauen wir also jetzt nochmal diese Typ 2 Response. Machen wir es ein bisschen größer. Und die hatten wir ja schon mal uns genau angeschaut. Das ist also jetzt Wiederholung. Wir haben jetzt hier unser x, wir haben das f von x und wir möchten jetzt eine Funktion modellieren, beschreiben, die so ausschaut. Sie wächst hier an und saturiert und dann können wir so eine Funktion charakterisieren durch zwei Werte, durch den Maximalwert vm und hier so einen typischen Wert, bei dem die Saturierung passiert, oft hier mit k, und km wie k-mono bezeichnet. Und jetzt ist die Frage, wo kriegt man diesen Wert hier her? Was ist der typische Wert bei der Saturierung? Und der geläufige Vereinbarung ist, man sagt, das ist der Wert, bei dem wir gerade hier 1/2 die maximale Response haben. Also das km ist der Wert, bei dem die Funktion gerade die Hälfte des Maximalwertes hat. Und das ist halt jetzt eine saturierende Funktion. Funktion. Und das ist halt jetzt so eine Typ 2 Response. Und die Frage, wie können wir das mathematisch beschreiben? Und dann hatten wir ja gesehen, dann haben wir einmal diese Monod-Funktion. Wir können also jetzt zum Beispiel so eine Funktion nehmen. Wir sagen f von x ist unser Maximalwert mal x durch x plus unsere Monod-Konstante. Ne? Mhm. Und das nennt man halt, diese Funktion wurde sehr oft entwickelt in der Modellierung. Die heißt dann halt manchmal Monod-Funktion oder Holling-Typ 2. Holling 2 oder Michaelis-Menten. Je nachdem, ob die Funktion in der Ökologie von Holling, in der Mikrobiologie von Monod oder in der Enzymkinetik von Michaelis-Menten sozusagen hergeleitet wurde oder eingeführt wurde. Ne? Und das ist als auch die typische Funktion, die man, wenn man jetzt so eine Funktion im Modell einbauen will, und man nicht genau weiß, welche Funktion man nehmen soll, dann nimmt man halt hier die Monod-Funktion. Aber das ist natürlich jetzt nicht die einzige Funktion, die diese Form hat. Wir können genauso gut eine andere Funktion nehmen. Zum Beispiel können wir sagen, das saturiert hier exponentiell. Das ist die Funktion nach Iflev. Die sieht so aus, wir haben wieder den Maximalwert mal 1 minus e hoch minus hier so ein Parameter Lambda mal x. Und das ist halt auch eine Funktion, die so saturiert. Und in der Ökologie wurde die von Herrn Iflev eingeführt.
Sowas hat man oft zum Beispiel bei Lichtsaturierung, wenn das hier die Lichtintensität ist, zum Beispiel in der Biologie benutzt man sowas. Aber auch, ne, kein Mensch sagt uns, warum sollte man jetzt lieber die Funktion anstatt die benutzen. Ne? Und wenn sie es nicht, also man, es ist eine Frage einfach an eine Wahl des Modellierers. Die meisten Leute nehmen diese Funktion, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was kann man ein bisschen besser rechnen. Aber sie haben natürlich vollkommene Freiheit. Es gibt noch sehr viele andere Funktionen. Ich meine, man kann natürlich auch diesen Knick nehmen, was manche Leute dann als Typ 1 bezeichnen. Das hatten wir ja bei diesem Ameisenmodell im Beginn der Vorlesung. Oder Sie könnten zum Beispiel sagen, nehmen wir mal eine trigonometrische Funktion. Sie sagen hier RM und nehmen den Tangens Hyperbolicus von Lambda x. Ne? Und das ist auch eine Funktion, die so ausschaut. Ne? Und kein Mensch verbietet Ihnen, so eine Abhängigkeit durch so eine trigonometrische Funktion zu beschreiben. Ne? So, das wäre jetzt hier so die Klassifizierung, wenn wir eine Typ 2 Response haben. Oder so ein paar funktionelle Formen. Und jetzt für unser Erntemodell wollen wir halt gern mal so eine Typ 3 Response uns anschauen. X, f von x, und jetzt wollen wir halt hier so einen Schwellwert einbauen. Wir wollen also wieder hier eine Saturierung haben, und dann wollen wir, dass das aber erst ab einem gewissen Schwellenwert losgeht. Und das wäre halt jetzt so eine Typ 3 Response. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Response charakterisieren? Und jetzt brauchen wir noch ein Parameter mehr. Wir haben also erstmal wieder hier den Maximalwert, der hier erreicht wird. Das ist Rmax. Dann haben wir hier auch wieder so einen typischen Wert, bei dem sozusagen die Saturierung passiert. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können jetzt entweder den Wendepunkt nehmen oder den Wert der halben, wieder den so einen Halbsaturierungswert. Ne? Jedenfalls werden wir hier so einen typischen Wert wieder bekommen. Den nenne ich jetzt einfach auch K. Ne? Aber das muss jetzt nicht unbedingt die Halbsaturierungskonstante sein, es könnte auch ja, der Wendepunkt, aber so ein typischer Wert, bei dem hier die Saturierung passiert. Ne? Und jetzt brauchen wir noch einen Parameter, der uns sagt, wie krumm die Kurve ist. Ne? Weil diese sigmoidale Funktion. Ideale Funktion ist hier eine saturierende Funktion, ne? Und dass diese Stärke dieser Sigmodialität, die könnte jetzt ein bisschen geringer sein. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass Sie eine Funktion haben, die das ein bisschen weniger hat. Oder wir könnten eine Funktion haben, die das sogar noch viel, viel doller hat. Und jetzt brauchen wir noch einen Parameter, der sagt, wie stark ist diese S-Form der Kurve ausgeprägt. Und jetzt gibt es dann wieder verschiedene analytische Beschreibungen. Ne? Und die erste, die man oft nehmen kann, die entspricht diesem hier. Dann schreiben wir hier so hin f von x. Wir lassen das Rm, diese Skalierung, wieder als Parameter stehen. Und jetzt haben wir was ganz Ähnliches. Wir haben wieder x durch x plus k.
Aber jetzt nehmen wir hier noch einen Exponenten Alpha hier dazu. Wenn Alpha gleich 1 ist, dann haben wir wieder unseren ursprünglichen Verlauf. Und jetzt sagen wir aber, das Alpha ist größer als 1. Und wenn das Alpha größer als 1 wird, dann bekommen wir hier so einen sigmoidalen Verlauf. Sigmoidal. So, eine Alpha größer als 1, dann bekommen wir eine sigmoidale Funktion. Wir werden das auch nochmal herleiten in Modellierung 2 für Enzymkinetik. Und da ist das Alpha normalerweise eine ganze Zahl. Und was man jetzt so nehmen kann, man kann zum Beispiel sagen, man nimmt zum Beispiel Alpha gleich 2. Das ist so normalerweise der kleinste Wert von Alpha, wo man schon sowas ein bisschen was sieht. Aber wenn Sie das auftragen, grafisch für Alpha gleich 2, dann sehen Sie kaum einen Unterschied zu dieser Funktion. Dann sehen Sie so eine ganz klein ausgeprägte Beule hier unten. Wenn Sie aber jetzt Alpha größer machen, 4, 6 oder 12 oder irgendwas, das sind Werte, dann kriegen Sie hier schon was, wo man hier wirklich so eine S-Form der Kurve erkennt. Und das wäre jetzt in der Ökologie würde man so eine Beschreibung Holling 3 nennen. Aber sowas kriegt man auch in der Enzymkinetik, dann nennt man das kooperatives Verhalten. Wichtig ist, Sie nehmen hier dieselbe Form wie vorher, nur alle Terme werden hier mit Alpha, mit einer Zahl multipliziert und die Zahl muss größer sein als 1. Sie können aber auch andere Funktionen nehmen, zum Beispiel könnte man wieder eine trigonometrische Funktion nehmen. Oder nehmen wir erst nochmal hier so eine, erstmal so wie weil wir hier iflef hatten, nehmen wir eine E-Funktion. Und das kann man hier auch mit einer Exponentialfunktion hinschreiben. Dann nehmen wir so ein f von x ist gleich, wir nehmen wieder so ein rm außen vor, aber jetzt so ein Faktor 1/2 ziehen wir gleich mal raus. Nee, stopp, den 1/2 brauchen wir hier noch gar nicht. Entschuldigung. Einfach rm. Bin ich gerade bei mir eine Zeile verrutscht. So, und jetzt haben wir 1 plus eine E-Funktion, e hoch minus. Und dann haben wir so ein Parameter Lambda und dann haben wir so ein x minus k und das Ganze hoch minus 1. Also wir haben 1 geteilt durch diesen Term in der Klammer, 1 durch 1 plus e hoch minus irgendwas. Und das in der Physik wurde diese Funktion eingeführt bei Fermi für Energielevels in irgendwelchen Körpern, Metallen. Aber so, das kann man also als Fermi-Funktion bezeichnen, oder die Funktion wird aber auch sonst oft gern genommen, weil es halt auch so eine saturierende Funktion ist. Und da ist es genau passiert, dass der Wendepunkt hier genau bei x gleich k stattfindet. Diese Funktion ist jetzt auch definiert für x beliebig nach links, während das hier gilt eigentlich nur für x größer als 0. Diese Fermi-Funktion können Sie einfach nach minus unendlich weiter fortsetzen. Und dann können wir so eine trigonometrische Funktion nehmen, wieder so ein Tangenshyperbolikus zum Beispiel, und jetzt kam dieses 1/2 rm halbe, und dann hat man hier 1 plus Tangenshyperbolikus von x minus hier die Halbsaturierungskonstante k. Und dann hat man hier eine trigonometrische Funktion, wenn Sie wollen. Es gibt aber auch hier sehr viele andere Möglichkeiten, die man auch noch benutzen kann. Zum Beispiel, ich hatte schon mal einen Fall, wo es sinnvoll war, folgende Funktion zu nehmen. Ich mache das mal hier ganz klein, dass wir hatten 1 plus Gamma geteilt durch x hoch minus ein Faktor Beta, und das Beta war so um die 12 rum, Beta gleich 10, was in der Größenordnung. Das ist eine Funktion, die ich zum Beispiel mal eingeführt hatte in dem Modell. Ja, es gibt noch sehr viele andere Formen, aber generell, wenn Sie so eine saturierende Funktion oder eine sigmoidale Funktion haben in dem Modell, wenn Sie es nicht weiter wissen,
nehmen Sie für das Saturierende die Monod-Funktion, für das Sigmoidale nehmen Sie hier die Holling-Typ 3 mit einem Alpha, das ordentlich groß ist, nehmen Sie zum Beispiel Alpha gleich 10. Wenn wir was rechnen, nehmen wir oft ein ganz kleines Alpha, weil dann kriegen wir noch quadratische Gleichungen mit so Alpha hoch 10. Mit x hoch 10 kann man halt nicht gut rechnen, ne? Aber so für so ein ganz kleines Alpha ist der Effekt halt noch sehr schwach. Ne? Ansonsten gut kann man noch hier diese Iflev-Funktion nehmen oder diese Fermi-Funktion wird oft genommen. Zum Beispiel jetzt in neuronalen Netzwerken braucht man so sigmoidale Funktionen, dann nimmt man hier typischerweise so eine Fermi-Funktion. Aber es spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel eine trigonometrische Funktion zu nehmen oder sich irgendwas auszudenken, was auch so aussieht, wenn Sie einen speziellen Grund haben, wenn Sie noch irgendeine Anforderung an so eine Funktion haben. Ne? So, das war jetzt hier so eine kleine Klassifizierung dieser Functional Response, der Reaktionen von einem System. Und das ist deswegen wichtig, weil sie einfach das so typische Lego-Blöcke sind in dem Modell. Und dann sollen Sie ja wissen, wie man das jetzt einbauen kann. Im nächsten Video gehen wir dann weiter mit der Analyse der Erntemodelle. Und dann schauen wir, was passiert, wenn wir von diesem Typ 2 Erntefunktion zu einer Typ 3 Erntefunktion wechseln und so eine sigmoidale Erntefunktion einbauen. Für jetzt vielen Dank.